Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Guild Wars 2. Liebe Leute, wir spielen das Kapitel 1 der Eisbrutsaga und eines vorweg, ihr habt das Kapitel schon gespielt im Stream, ja, und es war ziemlich cool. Ich habe jetzt ein Guild Wars immer im Stream gespielt und habe dann von meinem Stream das runtergeladen von Twitch und auf YouTube hochgeladen. Und das wollte ich jetzt eigentlich genauso machen, nur leider habe ich gerade bei Twitch ein Problem. Es ist nicht der einzige Stream, bei dem es jetzt schon so war. Ich weiß ja mittlerweile, an was liegt. Habe ich dann im VOD keinen Spielesound. Und man hört nur mein Mikrofon, aber ich habe keinen Spielesound im Hintergrund, was mich sehr, sehr geärgert hat, wie ich das gecheckt habe. Dass es bei Guild Wars eben bei dem Stream auch betroffen war. Aber wir haben zum Glück ja die Möglichkeit, diese Story nur mal zu spielen. Und das werden wir natürlich auch machen. So. Eisbrutsaga. Geflüster im Dunkeln. Erneut spielen. Kommandeur, hier spricht General Seelenhüter. Könnt ihr mich hören? Almora, wir haben versucht, euch zu erreichen. Banga ist hinter Jormark her. Er denkt, er könne ihn. Der Schneesturm hat endlich nachgelassen. Ja, aber wir müssen Banga von dem Versuch abhalten. Ich weiß von Bangas Bestrebungen. Er kam vor nicht allzu langer Zeit hier durch. Ihr könntet ihn immer noch einholen. Aber zunächst brauche ich eure Hilfe hier in Joras Feste. Hilfe welcher Art? Bringt mit, wen immer ihr mitbringen könnt. Wir reden hier. Seelenhüter Ende. Ridlock, kam euch das merkwürdig vor? Ja, ich werde einen wachsamen Einsatztrupp zusammenstellen. Sobald ihr Bescheid gebt, werden wir der Sache nachgehen. Gesellt euch in der schwarzen Zitadelle zu eurer Gruppe. Trefft Marjorie. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt da schon auf der neuen Map, in den Biora-Sümpfen. So, schwarze Zitadelle. Wir reisen dahin. Trefft Marjorie. Das Ganze hat sich ja schon mal sehr merkwürdig angehört, oder? Also die Almora-Seelenhüter. Also da hat man natürlich schon irgendwie rausgehört, da stimmt was nicht, so wie sie geredet hat. Aber sie braucht unsere Hilfe und wir werden dem auf jeden Fall noch extra live. Gemeinschaftsziel. Oh. Und wir werden dem natürlich nachgehen. Schließlich sind wir der Kommandeur. Ne? Es läuft irgendwie noch nicht ganz, aber egal. Bereit, wenn ihr es seid. Es wird gut sein, Almoras Kriegsmeisterin wiederzusehen. Yavi war in der Feste stationiert, während Almora uns im Kampf gegen Kralkatorik half. Ich wette, sie hat es gehasst, so eingesperrt zu sein. Klingt, als würdet ihr Yavi ziemlich gut kennen. Wir haben vor langer Zeit zusammen Nekromantie geübt. Sie ist unglaublich effizient. Aber sie hat auch große Fußstapfen auszufüllen. Besonders wenn man bedenkt, dass die Namensgeberin der Feste ihre Vorfahrin ist. Jora, mein Volk kennt ihre Legende gut. Habt ihr in letzter Zeit mit Yavi gesprochen? Hat sie irgendetwas von Almora gesagt? Nein, aber ich habe den Anruf mitgehört. Ich bin sicher, die Sache wird klarer werden, sobald wir mit ihr reden. Wann immer ihr soweit seid. Geht an Bord eures Fluges in die Biora-Sümpfe. Stille. Und die schaut halt echt so aus, ne? Also wenn ihr Game of Thrones kennt, sie schaut halt echt so aus wie die Nachtwache, oder? Mit den Raben und so. Ja, so richtiges Schneegebiet und... Also... Mir hat das, wie ihr sehen habt, sofort an Game of Thrones erinnert. Stoßt wieder zu eurer Gruppe hinzu. Hätte etwas sanfter sein können. Jetzt hört aber auf. Ich konnte ja kaum was sehen bei diesem Schnee. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt gelandet sind. So viel zum Thema, der Schneesturm hat nachgelassen.
Was auch immer Almora braucht. Bram hat sie doch vorher gekutzt, ne? Solange es uns näher an Bangar bringt, um ihn in den Schnee stampfen zu können. Brimstone, wir hatten doch beschlossen, dass wir das Urteil aufschieben wollten, bis wir mit ihm geredet haben. Ihr habt beschlossen. Ich will einfach bloß meinen Bogen wieder haben. Ja. Es ist komisch, wieder hier zu sein. Nach dem Kampf gegen Jormag dachte ich, ich hätte diesen Ort hinter mir gelassen. Meine Gildenkameraden hinter mir gelassen. Ich schätze, ich musste mich ihnen irgendwann wieder stellen. Vielleicht kann ich jetzt alles wieder gut machen. Das Tor ist offen. Und niemand ist hier, um uns zu begrüßen. Das sieht Almora gar nicht ähnlich. Ja, wir auch nicht. Die Sache fühlt sich komisch an. Bleib wachsam. Yeah. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Almora? Yavi? Kein einziger ist alle hier. Fort. Vielleicht sind sie auf Patrouille. Das gesamte Lager? Irgendetwas an diesem Ort lässt mir das Fell zu Berge stehen. Es ist der Schneesturm, Ridlock. Nicht eine einzige Wache. Da stimmt etwas nicht. Die Kaserne ist hier drin. Sollen wir mal nachsehen? Braham ist eine sehr gute Idee. Verzeihung. Ich komme, Braham! Bei den Geistern. Oi. Du hast mich voll geschreckt, obwohl ich eigentlich schon gewusst habe, was passiert. Wir sind eingeschlossen. Ihr habt diesen Stoß gefühlt, nicht wahr? Wie... Ja, Geistermagie. Vielleicht ein Verteidigungssystem? Könnte etwas sein, das Yavi eingerichtet hat. Sie folgt dem Raben. Kommandeur? Ja, ich höre dich. Marjorie? Zu öffnen, hatten aber kein Glück. Wir werden die anderen Gebäude überprüfen, während ihr einen Weg nach draußen findet. Natürlich bin ich einen Weg nach draußen. Wer war das? Sucht einen Weg nach draußen. Frostspuren um die Wunden herum und der Leichnam ist gefroren. Sie war eine meiner Gildenkameradinnen. Garm hat immer seinen Kopf in ihren Schoß gelegt. Tut mir leid, Braham. Sie folgte mir, weil sie mich für den Retter unseres Volkes hielt. So wie sie alle. Jetzt werde ich die Sache niemals richtigstellen können. Heißt. Jawohl. Ich habe sie im Stich gelassen. Was? Habt ihr nicht gehört? Nichts. Was denn? Schon gut. Was denn, Braham? Okay, seht nur, sie hat sich geöffnet. Die Tür ist automatisch wie von Geisterhand aufgegangen. Ein antikes Zepter. Was ist das? Es sieht aus wie eine Art Linse. Seht euch die Silhouette an. Der Rabe. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Ich erinnere mich, neben der Tür eine Art Totem gesehen zu haben. Die Wunde dieses Soldaten ist sauber, ohne Anzeichen eines Kampfes. Ich kann mich nur erinnern, dass, ich glaube, da ist eine Notiz gelegen, die aufsammelt hat, Hopkenner für den Erfolg. Da hat man 5 Forschungsnotizen einsammeln müssen. Die erste liegt da. Die anderen kann ich dann eh kurz sagen, wo ich die gefunden habe. Hi, was ist da jetzt los? Hey, das ist ja wie ein Horrorfilm. Ich hab das alles vergessen. Er ist tot. Die Wachsamen haben gekämpft. Die Söhne Svanirs. Haben sie das alles getan?
Man weiß hatte es nicht, sie immer als Brayham. Fanatiker abgetan, die ihre dumme Heilsbotschaft predigten. Ihr habt es gesehen, sogar in Holbrack. Ich hätte nie gedacht. Ein Sohn Svanirs. Seinen Verletzungen nach hatte jemand bei den Wachsamen Gelegenheit, sich zu wehren. Könnte das Yavi oder Almora gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da in dem Raum ist irgendwer am Bett. Wer ist da? Kommandeur? Ja? Alles in Ordnung? Ich höre wohl Dinge. Irgendwo bei dem Bett ist auch eine Forschungsnotiz gelegen. Man kann da bei ein paar Leichen untersuchen, aber im Prinzip, ja. Ist immer, im Grunde ist es das Gleiche, alle Frostbeulen und keine Ahnung, was da los war und ja. Es hat funktioniert. Wir hatten wohl recht. Ich frage mich, wir was haben sie die wachsamen Soldaten gefunden. Sie sind alle tot. Verflammt. Almora verflammt. Auch. Wir haben sie nicht gesehen. In den anderen Gebäuden war auch keine Spur von ihr. Von Yavi auch nicht. Der General und ihre Kriegsmeisterin sind beide verschwunden. Kommt euch das nicht komisch vor? Hey, Ruhe. Seht euch das mal an. Alles gut. Okay, Marjorie, was hast du gefunden? Diese Spuren fand ich unter dem Schnee. Sieht aus, als wäre jemand davon geschleppt worden. Glaubt ihr, es waren Almora oder Yavi? Gut möglich. Und den Schleifspuren nach gab es einen Kampf. Was bedeutet, dass sie noch lebten? Dann müssen wir da raus und sie aufspüren. Wer sie auch sein mögen. Habt ihr vergessen, weswegen wir hier sind? Jede Sekunde, die wir mit der Suche verbringen, führt Bangariland weiter von uns weg. Wollt ihr Almora ihrem Schicksal überlassen? Das ist eine von euch da draußen, ja. Ridlock. Eine von uns. Eine von uns, Ridlock. Ridlock gehört auch zu uns. Ja, ne, aber Riland, ne, wir erinnern uns, da ja, hat ja... Schön. Ich werde hier bleiben und die Sachen weiter untersuchen. Mit etwas Glück werde ich etwas Hilfreiches finden. Ridlock und ich werden den Unterstützungstrupp losschicken, damit er sich mal im Gebiet umsieht. Ich komme mit euch. Sollten irgendwelche von meinen Gildenkameraden überlebt haben, muss ich sie finden. Bringt sie zurück, Kommandeur. Wir werden warten. Bleibt. Die Stimme sagt, bleibt. Aber unsere Mission sagt, verlasst Jöras Feste. So, man Leute, kann jetzt ich, da. Das ist meine Schuld. Die ganze Sache. Hätte ich meinen Bogen nicht verloren, ja, jemand, hättet so ihr euch hat, bei ne? einer diplomatischen Mission nicht bewusstlos getrunken. Gebt ja. ihm nicht die Schuld, Brimstone. Riland wusste, was er tat. Lockert das Ziel auf. Macht seine Verteidigung zunichte. Den Trick habe ich ihm selbst beigebracht. Man kann jetzt in die Häuser. Da sind die Türen so verschlossen, aber wenn man da lang geht, wenn man da ran geht, dann geht es automatisch auf. Und ich glaube, in dem Haus, in dem, ich glaube, es war in dem Haus, das sind die restlichen Notizen, die man für den Erfolg einsammeln kann, zu finden. Meine Gildenkameraden, ich habe wohl nicht viel von ihnen gesprochen. Sie sind mir den ganzen Weg bis zu Jormag gefolgt. Glaubten, ich könne den Drachen besiegen, den Norn retten. Und als ich scheiterte, konnte ich ihnen nicht gegenübertreten. Eine große Verantwortung ruht auf euren Schultern, Brayham. Es entschuldigt es nicht. Kein Wunder, dass sie hier gelandet sind, bei den Wachsamen. Sie haben endlich eine Anführerin gefunden, die ihre Versprechen hält. Almora und Yavi verdienen sie mehr als ich. Und jetzt... Brayham, wir werden sie finden, okay? Los geht's. Ich verlasse die Festung. Biora-Sümpfe. Stille abgeschlossen. Sucht nach... Also gut.
wer Yavi und Almora auch entführt haben mag, hat Spuren hinterlassen. Nach denen müssen wir einfach nur suchen. Seid ihr in Ordnung? Ihr wirkt zerstreut. Ja, ja. Ich bin in Ordnung. Okay. Findet Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yavi und Almora. Wie ich mir gedacht hatte. Svanir-Fährten. Und dieselben Schleifspuren, die wir in der Feste bemerkt haben. Sie hatten Gefangene. Könnten eure Gildenkameraden sein. Hätte ich sie nicht in der Feste zurückgelassen. Jetzt sind wir da. Das ist was zählt. Bringt da gar nichts, wenn du die Schulterzen da einrätst. Hier ist der Schnee ganz aufgewühlt. Einer der Gefangenen hat versucht, sich zu wehren. Hier sieht man die Fußspuren. Braham, seht nur. Die Linse, die wir mitgenommen haben, reagiert auf dieses Gebiet. Der Rabe. Er versucht uns etwas zu zeigen. Sehen wir uns mal um. Okay, wir folgen der Linsenspur. Da. Ihr habt zu uns gehört. Und ihr habt sie alle getötet. Sie sind Feiglinge. Die denken, sie spielen für die Siegerseite. Aber am Ende werden sie bekommen, was sie verdienen. Genau wie Kralkatorik. Hola, bitte. Lasst mich wenigstens das Großmal töten. Nein, Jormak wünscht, dass beide am Leben bleiben. Fürs Erste. Sie... Wie kann das sein? Sie haben Almora und Yavi betrogen. All diese Leute getötet. Wer sind sie? Meine Gildenkameraden. Mein Fehler? Wenn ich da gewesen wäre... Graham, hör nicht auf die Stimme. So viel Schmerz. Er braucht Ruhe. Wenn ihr etwas Zeit braucht, um... Nein, nein. Der Rabe zeigt uns, wie wir sie finden. Wir müssen weiter. Wir müssen das richten. Also wer immer diese Stimme ist, ne? Der spricht. Mag uns ganz komische Sachen einreden. Was war das? Sie sind weiter nach Westen gegangen. Wo wollten meine... Nee, lass es in Ruhe. Wo wollten die Verräter sie hinbringen? Noch da oben. Das war nur eine Patrouille. Es war nicht nötig, sie umzubringen. Warum tun sie das? Weshalb geschieht das? Hört mir zu. Wenn wir weitergehen, werde ich für eine Ablenkung sorgen. Ihr lauft los. Sie haben unsere Kommunikatoren weggenommen. Aber wenn ihr es zur Feste schafft, dann ruft den Pachtkommandeur. Lasst mich das machen. Ihr geht. Die Wachsamen brauchen euch. Das ist ein Befehl, Yavi. Ola hat eine Narbe an der rechten Schulter. Hat sich vor ein Svanir-Schwert geworfen, um mir die Flanke zu decken. Und jetzt, er schlachtet einfach... Ich hätte hier sein sollen. Ich hätte hier sein sollen. Braham, hände doch diese blöde Stimme, Mann. Aber Almora und Yavi könnten entkommen sein. Wir müssen schauen, was als nächstes geschieht. Ruht euch aus. Ich will nur... Ich bin so müde. Sie brauchen uns, Braham. Wir können sie finden, aber wir müssen zusammenarbeiten. Komm, Braham, weiter. Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen. Wir brauchen weitere Hinweise. Ist der Rabe der Hinweis? Weniger Spuren hier. Ha,
Das war jetzt so zufällig, dass gerade Ravi da gestanden ist. Oder sie... Ja, vielleicht ist Javi entkommen. Also irgendwer hat sie vielleicht freilösen können. Also da war das, genau. Ein netter Trick war das da hinten. Der Rabe wäre stolz. Wohin habt ihr sie gebracht? Euer General hat ihren letzten Drachen getötet. Was machen wir mit der hier? Im Wald gibt es eine Höhle, wo Jormark in Ruhe mit ihr reden kann. Jormark! Aber zeigt ihnen den Weg. Eine Höhle im Wald. Dort ist Javi. Und die Linse muss wegen ihr reagieren. Aber was ist mit Almora? Lasst mich euch helfen. Hört auf. Kommandeur? Lasst mich ein. Ich habe Halt gesagt. Genau. Ihr. Kein Schritt weiter, ja? Ihr hört sie auch, nicht wahr? Diese Stimme. Ja, komische es Stimme. Es ist nicht Kopf. Der Rabe. Na los, wir haben es fast geschafft. Es ist genau, wie ihr gesagt habt. Javi braucht uns. Es ist nicht der Rabe. Wer kann es denn sonst sein? Sucht Javi. Ihr seid hier in Sicherheit. Das glaube ich nicht. Ich kann euch den Weg zeigen. Sucht Javi im anormalen Wald. Ich werde tot. Macht gibt mir recht. Die Wut ist mein. Helft mir ja natürlich. Liegt am Weg, ne? Und rein da. Ich glaube, da war AFK. Javi! Wo Eure bist du? Gilden, Kameraden. Ich könnte gut verstehen, wenn ihr mich das allein regeln lassen wollt. Das vergossene Blut klebt meinen Leuten an den Händen. Ich bin ein Norn. Es ist meine Pflicht, sie dafür zur Verantwortung zu ziehen. Hier ist noch mehr Magie des Raben am Werk. Probiert mal die Linse aus. Okay, werde ich machen. Javi! Raus aus meinem Kopf! Raus! Genau. Also mit ihr redet die Stimme. Ihr müsst immer den Helden spielen. Könnt nicht widerstehen, nicht wahr? Wartet mal. Braham Eidbrecher? Der Rabe hat euch hergeführt? Eidbrecher? Wusstet ihr das nicht? So nennt man euch jetzt in den Zittergipfeln. Ich gestehe meine Fehler ein, Ola. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich habe gesehen, was ihr getan habt. Die Wachsamen waren eure Leute. Nein, dies sind meine Leute. Die Söhne Svanirs waren da, als ihr es nicht wart. Oh mein Gott. Haben uns die Wahrheit über Jorma gezeigt. Nein. Nein, das ist nicht... Brüder, erledigt sie! Na, kämpft's nur her, Brüder! Ich mag euch alle fertige kleinen Würstels. Mich bringt nichts zu feiern. Das ist immer so eine Meldung. Das glaube ich, das ist wegen die Symbole da unten, aber ich habe noch nicht die Beherrschung freigeschalten, damit ich die verwenden kann. Also ich weiß auch nicht, was die Symbole machen, wenn ich ehrlich bin. Gib mir recht. Oh, halt aus, halt aus! Oh, warum stirb ich denn da jetzt? Ah!
Hä? What? Oh nö, jetzt muss ich da erst reinlaufen. Okay, kann keine Reittiere da verwenden. Vorwärts. Turbo! Hä, warum ich da jetzt nicht gestorben bin, ist ja voll lächerlich. Zustand wird besser. Graham, hau auf hier auf den Typen. Oh. Ihr habt uns im Stich gelassen. Jetzt kommst Ola, du dran. Bitte. Wir haben gemeinsam gekämpft, Seite an Seite. Tut das nicht. Ich war damals noch ein Kind. Jetzt verstehe ich, dass Jormag nicht der wahre Gegner ist. Es sind die Drachentöter. Ihr werdet uns nicht wieder verlassen, Brea. Ihr werdet für immer bleiben. Die Wut ist mein. Ja. Ich glaube, der Jormag hat Gehirnwäsche gemacht mit denen, ha? Und da geht er down. Nice. Ja, wie? Ich befreie dich. Almora, habt ihr sie gefunden? Nein, leider nicht. Aber sie war diejenige, die uns hergerufen hat. Also muss sie da draußen und am Leben sein. Euch gerufen? Aber die Svanier haben uns die Kommunikatoren abgenommen. Damit wir die Drachentöterin nicht rufen können, haben sie gesagt. Unser eigenes Volk. Alle männlichen Norn. Sie haben sich gegen uns gewendet. Haben die Söhne Svanis durch das Tor gelassen, als wir schliefen. Jormag. Hat ihnen zugeflüstert, so wie uns jetzt zugeflüstert wird. Diese Stimme. Die in meinem Hinterkopf. Das ist Jormag. Ja. Yavi, was hat Jormag zu euch gesagt? Dass Svanis Blut durch meine Adern fließt. Dass es meine Legende sei, sein Werk zu vollenden. Dem Fraenir zu helfen, die Region nicht zu erobern. Euer Name ist Joras Dottir. Eure Legende ist es, ihr Werk zu vollenden, nicht seines. Fraenir. Das Wort habe ich doch schon gehört. Das ist eine Art Rangbezeichnung. Der höchste Offizier der Söhne Svanias. Auserwählt von Jormag. Der Schneesturm, der Angriff auf die Feste. Das war alles sein Werk. Sie hatten diese Region im Würgegriff, seitdem Almora eintraf. Die Angriffe hören nie auf. Und dann ist da dieses Verschwinden. Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie wir überleben sollen. Nun, der Fraenir ist derjenige, der die Angriffe anführt, richtig? Wenn wir ihn aufhalten, halten wir die Söhne Svanias auf. Genau. Aber er genießt den Schutz des Rabenrefugiums. Irgendwie nutzt er gestohlene Magie des Raben, um sich darin einzuschließen. Vor dem Angriff haben Almora und ich an einem Weg gearbeitet, mit Hilfe uralter Rabenlinsen in das Refugium zu gelangen. Wie diejenige, die uns hierher geführt hat. Rabenlinsen enthüllen die Geisteressenz, die wir hinterlassen. Aber das funktioniert nur bei Norn. Das nutzte ich, um euch herzuführen. Zu mir. Wir brauchen zwei Linsen, um ins Refugium zu gelangen. Diejenige, die ihr gefunden habt, war meine. Die andere hat Almora. Wir müssen sie finden, Kommandeur. Okay. Wenn die Svanir sie haben, ist sie in Gefahr. Ich werde ihre Lager durchsuchen. Meldet euch bei den anderen. Ridlock, Drowry, ich habe Yavi gefunden. Aber wir müssen einen Suchtrupp für Almora aufstellen. Schnell! Kree und ich können Gefangenenlager überprüfen. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wohin wachsamen Soldaten verschwinden. Ich werde ihrer Spur weiter folgen. Okay. Vielleicht führt sie zu Almora. Gute Idee. Ich werde euch bald zu Hilfe kommen. Und seid vorsichtig, alle miteinander. Wenn ihr etwas Seltsames vernehmt, dann hört nicht hin. Bringt sie zurück, Kommandeur. Bitte. Ich werde mein Bestes tun. Ja, wie? Abgeschlossen. Ich war nicht sicher, ob es gelingen würde, um die Hilfe des Rabens zu bitten, aber die Linse zu finden, der Spur hierher zu folgen, das war sein Werk. Er sieht, was Jormag den Sümpfen antut.
Das Massaker in der Feste, was ist geschehen? Diese Verräter warteten, bis es Nacht war, schlitzten unseren Wachen die Kehlen auf, ließen die Söhne Svanias durch die Tore und töteten meine Leute im Schlaf, wie Feiglinge. Wir hatten keine Chance. Aber sie haben euch und Almora lebendig mitgenommen. Sie sagten, Jormag wolle mit uns reden. Ich weiß nicht, wohin sie gebracht haben, aber was ihr Jormag auch zu sagen hatte, ich wette, er durfte sich im Gegenzug einiges anhören.